Yahoo.de, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Cakewalk ist bei euch installiert und hoffentlich betriebsbereit. Dann können wir gleich anfangen, heute eine Gitarre aufzunehmen. Aber vorher erstellen wir uns natürlich ein neues Projekt, weil irgendwo müssen die Daten ja auch rein. Wir nehmen aber nicht diesen Startscreen, der bei Cakewalk erscheint, sondern den machen wir jetzt hier gleich mal zu und gehen auf Datei neu, weil hier gibt's ein paar Einstellungen, die ich noch gern vorher prüfen möchte. Als erstes braucht mein Projekt einen Namen und wir nennen es einfach mal Hey Hey. Jetzt passiert Folgendes, es wird eine Projektdatei angelegt mit heyhey.cwp. Das Ganze wird in den Ordner Hey Hey geworfen und dazu gibt's noch einen Unterordner mit Audio. Und das ist dann quasi mein ganzes Projekt. Wenn ihr das Projekt also später verschieben möchtet, dann kopiert oder verschiebt immer diesen Ordner mitsamt seinen Inhalten. Dann kann auch nichts schief gehen. Tempo ist auch klar. Ich möchte heute ein bisschen flotter. Ich möchte 135 BPM haben. Beim Takt bleibe ich auch beim klassischen Viervierteltakt. Und jetzt kommen zwei Punkte, die sind sackwichtig für die Audioqualität deines Projektes. Und zwar die Bit-Tiefe und die Sampling Rate. Und was die Auflösung der Höhe betrifft, das ist dann die sogenannte Bit-Tiefe. Umso höher die Auflösung, umso besser ist natürlich die Qualität und der Dynamikumfang. Aber hören wir einfach mal rein. Dann haben wir die Sampling Rate. Wie oft wird das Signal in der Sekunde abgetastet? Also die Auflösung der Breite, wenn man es jetzt uns visuell vorstellen möchten. Ich nutze 24 Bit mit 48 kHz Auflösung. Ihr könnt natürlich gerne höher gehen, wenn das euer Audio-Interface erlaubt. Bei Vorlage nehme ich No Tracks or Buses. Und da müsst ihr aufpassen, wenn ihr eine Vorlage auswählt, resettet sich das Tempo. Keine Ahnung warum, aber ist so. Also tragen wir es gleich nochmal ein. Und dann klicken wir auf OK. Dieser riesige Bereich hier, das ist unsere Spuransicht und dort finden wir sämtliche Inhalte unseres Projekts in Audio- und MIDI-Daten. Dann haben wir hier oben noch die Hauptsteuerleiste. Hier finden wir eigentlich alle Buttons, mit denen wir unser Projekt oder Cakewalk steuern können. Haben wir noch drei andere Sachen, die wir später noch kennenlernen. Zum einen der Inspektor, der ist auf der linken Seite. Dann haben wir den Browser, der ist auf der rechten Seite. Und dann hier unten das Multidock. Und am besten speichert ihr gleich euer Projekt ab, nachdem es geöffnet wurde. Hier entweder mit STRG S oder mit Datei speichern. Außerdem hat Cakewalk eine Autosave-Funktion. Prüft es aber nochmal unter Bearbeiten, Voreinstellungen und dann hier unten erst erweitert aktivieren. Und dann hier unter Erweitert, dann gibt es hier die Autosave-Funktion. Und die könnt ihr euch so einrichten, dass es für euch passt. Bei mir speichert er zum Beispiel alle 5 Minuten. Ein Anfängertipp habe ich noch für euch und zwar hier unter Ansicht Hilfemodul. Das ist super mega praktisch, wenn ich bei irgendeinem Button nicht weiß, was der macht. Dann fahre ich mit der Maus drauf und dann seht ihr, dass das Hilfemodul mir Info drüber gibt, was dieser Button denn so macht. Wir wollen aber jetzt eine Gitarre aufnehmen und um eine Gitarre aufzunehmen, brauchen wir natürlich erstmal eine Audiospur, weil irgendwo müssen ja die aufgenommenen Informationen hin. Das mache ich, indem ich hier in den Bereich rechts klicke, Audiospur einfügen. Dann ziehe ich mir das hier gleich mal ein bisschen größer. Und hier finde ich jetzt gleich so ein paar Buttons und Regler. Und solltet ihr die nicht haben, sollte das bei euch so aussehen. Dann, wie ihr es hier gerade gesehen habt, vom Benutzer definiert auf alle wechseln. Und da wir alle ordentlich sind, benennen wir die Spur gleich. Ich sage jetzt mal E-Git-Rhythm. Irgendwie muss das Signal ja in unsere Spur kommen und das müssen wir dann Cakewalk auch sagen, indem wir hier den Eingang auswählen. Jetzt ist es natürlich von Audio-Interface zu Audio-Interface sehr unterschiedlich, wie viele Eingänge ihr habt. Meine Gitarre hängt an Eingang Nummer
11. So, dazu klicke ich einfach hier drauf und dann sehe ich hier schon Studio Capture 11 und genau den wähle ich jetzt hier aus. Was euch vielleicht aufgefallen ist, es gibt hier 11, 12 und 11 und 12. Liegt dann daran, in meinem Fall habe ich jetzt die Gitarre dran, die ja nur Mono-Eingang ist. Also wähle ich dementsprechend aus. Habe ich zum Beispiel ein Keyboard mit Stereo-Sound, dann benutze ich ja 11 als linken Kanal und 12 als rechten Kanal und dann müsste ich das hier unten auswählen. Wir haben aber ein Mono-Gerät, also hier diesen Eingang auswählen. Schaut bei euch nach der Aufnahme eine Audiospur so aus, dass ein Kanal bespielt wurde und der andere Kanal ist stumm, dann habt ihr hier einen Stereo-Eingang ausgewählt statt einen Mono-Ausgang. Also nochmal nachgucken. Natürlich muss das Signal ja auch wieder aus Cakewalk raus. Wir möchten es ja auch hören. Und dazu haben wir hier dieses Feld. Und da steht es auch schon Ausgang. Und bei mir ist der Ausgang 1, 2, sind da meine Kopfhörer, damit auch ich was höre, damit ihr was hört. Aber auch hier wieder von Audio Interface zu Audio Interface unterschiedlich. Also RTFM, read the fucking manual. Jetzt habe ich es gesagt. Ich habe meine Gitarre schon angeschlossen, habe sie auch gestimmt. Und wenn ich sie jetzt anspiele, kommt hier kein Signal an. Wir müssen natürlich Cakewalk auch noch sagen, dass ich das hören will, was ich gerade einspiele. Und das mache ich hier mit diesem Button, und zwar das Eingangsecho. Man sagt auch Input Monitoring. Und wenn ich da jetzt draufklicke und jetzt spiele, wupp, wupp, dann funktioniert es auch. Ist bei euch euer Signal übrigens stark zeitversetzt? Dann guckt euch dieses Video hier an, über das richtige Einstellen von Cakewalk. Wir hören jetzt was, aber es klingt irgendwie langweilig. Klar, E-Gitarren leben natürlich von Effekten. Gott sei Dank hat Cakewalk da schon was dabei. Meinen Browser, den mache ich mit B auf und dann wechsle ich hier zum Reiter Plugins. Audio FX, also Audio Effekte, und hier in die Suchleiste gebe ich einfach mal ein TH3 und der ist bei euch auch mit dabei und das ist ein Gitarrenamp, ein virtueller, und den ziehen wir uns hier in diesen Effektkasten rein. Dann haben wir jetzt quasi zwischen unseren Eingang und Ausgang dieses Effektgerät dazwischen geschaltet, aber bevor wir das machen, müssen wir was ganz Wichtiges machen, und zwar richtiges Einpegeln, Gain Staging. Gitarre voll aufdrehen und erstmal so laut wie es geht anspielen. Seht, jetzt bin ich hier schon bei 0,0, viel zu hoch. Achtet hier drauf, dass euer maximaler Wert minus 6 dB ist und nicht höher. Was muss ich machen? Ich muss den Gain-Regler oder den Eingangspegelregler bei meinem Audio-Interface ein bisschen rund wieder zurücknehmen. 8,1, damit bin ich jetzt happy. Suchen wir uns jetzt mal einen Ton aus. Was nehme ich? Immer Classic Rock, Hard 80s. Der Effekt gefällt mir, den nehme ich jetzt mal her, dann mache ich das da wieder zu und spiele es jetzt auch nochmal testweise an, weil jetzt ist auch nochmal wichtig, jetzt haben wir ein neues Effektgerät in unserer Signalkette und auch das macht zusätzlich Lautstärke. Wir spielen das mal an und schauen mal, ob das dann nicht auch schon übersteuert ist. Oh, und da seht ihr schon, ich bin viel zu laut mit 1 plus 1,6. Das korrigieren wir gleich. Dieses Effekt-Plugin hat hier den praktischen Out-Button und den regeln wir mal runter. Das passt. Jetzt nehmen wir doch mal eine Gitarre auf. Klicke ich jetzt hier auf Aufnahme. Passiert gar nichts. Cakewalk muss jetzt auch wissen, hey, auf welcher Spur möchtest du überhaupt aufnehmen? Hier gibt es jetzt zwar nur eine, aber später im Projekt habt ihr unter anderem sehr viele Spuren und wäre natürlich doof, wenn jedes Mal, wenn ihr auf Aufnahme drücken würdet, alle Spuren aufgenommen werden. Also sagen wir jetzt hier mit diesem kleinen Aufnahme-Button, schalten wir die Aufnahmebereitschaft von diesem Track ein. Und jetzt sind wir bereit, dass wir die Aufnahme starten. Das machen wir entweder dann über diesen Button hier oder über die Tastatur mit der Taste R. Um die Aufnahme zu beenden, drücken wir dann die Leertaste. Hä?
Hören wir uns das Aufgenommene gleich an. Dazu drücke ich die Taste W, um zurückzuspulen, und die Leertaste, um die Wiedergabe zu starten. Aber was ist jetzt, wenn mir der Effekt dann später doch nicht gefällt und ich einen anderen haben möchte? Dann ist das kein Problem. Diese Effekte sind immer nicht destruktiv. Schalte ich den Effekt zum Beispiel hier aus. Heißt, ich kann hier während der Wiedergabe einfach einen anderen Effekt hernehmen. Machen wir noch einen Take. Jetzt habt ihr vielleicht bemerkt, ich habe jetzt über das alte einfach drüber aufgenommen. Habe ich es jetzt überspielt? Ist es weg? Nein! Hier über diesen Button, Take Bahnen, klicke ich jetzt hier drauf. Dann sehe ich jetzt hier zwei Bahnen, meine alte Aufnahme von vorher und die aktuelle Aufnahme. Möchte ich jetzt zum Beispiel die alte Aufnahme wieder haben, muss ich mit der Maus nur hier in dem Bereich, damit es dieses Symbol wird, und klicke ich jetzt hier, switchen wir um. Und somit kann ich die Aufnahmen wechseln. Und was man mit diesem Clip sonst noch machen kann, verschieben, bearbeiten, kopieren, zerschneiden, da machen wir in diesem Video hier weiter. Und wenn es zu viel Info war, dann gibt's hier noch ein Musikvideo, um zu chillen. Ja. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchiberli und Servus. Oh, Kaffee.